Ja, moin Leute, XBKL Nuke oder Nuke zum XBKL ist wieder am Stüssel. Danke an dich, Schatz, dass du den Introspruch rausgehauen hast. Ich wollte meine Abonnenten fragen, wie ihr den Introspruch denn von meiner Freundin fandet. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ja, erstmal zum Gameplay. Es ist ein frei für alle Gameplay auf der Map Tremor. Und war kein ganz gewöhnliches frei für alle, sondern ein frei für alle gegen den Impact KS Freak, war hier in der Lobby. Und ja, ich habe mir das Gameplay einfach genommen, weil es mir einfach gefällt. Und ich werde gerne nicht lange reden, sondern kommen wir gleich zum Thema. Und zwar, heute ist das Thema meine Meinung über Call of Duty Ghost. Und ja, fange ich einfach mal an. Also der erste Punkt ist, was ich richtig scheiße finde, sind die Spawns in Frei für alle allgemein. Frei für alle Herrschaft oder so. Richtig scheiße, die haben sie richtig scheiße gemacht. Also man spawnt wirklich nebeneinander. Und der zweite Punkt ist, die Gesundheit in Call of Duty Ghost. Die ist ja mal so niedrig, dass man, wenn man 2-3 Schüsse abgegeben hat, dass man direkt stirbt, ey. Das finde ich, haben sie scheiße gemacht. Ja gut, in Black Ops 2 haben sie gesagt, ja, warum schlucken die so viel? Und die wollten halt einfach, meiner Meinung nach, wollten sie halt einfach die Gesundheit runterdrehen, damit sie nicht mehr rumheulen. Und jetzt heulen sie trotzdem rum, dass die Gesundheit zu niedrig ist und keine Ahnung, also... Mich stört's, in Black Ops 2 hat's mich nicht gestört, dass sie so viel geschluckt haben, und mich stört's einfach, und ich würde mich freuen, wenn sie die Gesundheit wieder so machen würde wie in Black Ops 2. Und noch ein Thema, also der dritte Punkt, warum ich Ghost mag. Jetzt kommt der erste Punkt, warum ich Ghost mag, und zwar der Prestige-Modus, der ist ja immer richtig geil, ne? Also die von euch, die was noch nicht wissen, es gibt 10 Charakter. Und die muss man alle einmal auf Level 60 bringen. Und wenn man zum Beispiel jetzt 2 Charakter hat auf Level 60, dann ist man Prestige 2 und immer so weiter halt. Und der nächste Punkt ist, ja, wie ihr wisst oder noch nicht wisst, ich habe meine neue Schwitzerwaffe gefunden. Ja, die, wo ihr gerade im Gameplay seht, das ist nämlich die AK-12 mit Schalldämpfer und Magazinerweiterung. Und ja, die Waffe ist eigentlich so wie die AN94, nur in Kleinformat. Und ich liebe diese Waffe halt. Und ja, ich muss noch mal was zum Gameplay sagen. Und zwar hat der KS Freak hier mit der Pistol gespielt. Keine Ahnung warum. Und da habe ich mal mein Headset angemacht und wollte ihn mal so fragen: Hey KS, was geht und so. Hat er gleich mal gesagt: Ja, du bist das und das und verpiss dich aus der Lobby, es ist meine Lobby und so. Puh, keine Ahnung, also ich habe jetzt auf jeden Fall das wahre Gesicht von KS Freak gehört oder gesehen zumindest. Und KS Freak, solltest du das Video hier sehen, also fand ich richtig scheiße von dir, dass du mich hier in der Lobby beleidigt hast. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Und zwei ganz heiße Infos noch, und zwar werde ich jetzt den Community Montag einführen. Also das heißt, ihr könnt mir Gameplays schicken, also ihr ladet euch eure Gameplays, sei es Chemstrike oder 100+, was weiß ich, Flawless, ladet ihr das auf eurem Channel hoch, also natürlich ungelistet, schickt mir dann den Link zum Video, und das lade ich dann immer am Montag hoch. Sollte keine Gameplays kommen, dann kommt halt kein Community Montag am, also kommt halt kein Video am Montag. Und ja, das war's eigentlich. Was kann ich denn noch so? Ja, hier schön KS Freak gebankt. Und das zweite ist, ich will Top 5 Call of Duty gibt, also Top 5 Call of Duty Clips einführen. Und zwar sind es einfach
So Clips von Call of Duty, Size Feed, 360, Trickshot, was es da alles noch so gibt, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Und ich versuche in einer Woche ein Video mindestens zu bringen, also von den Top 5 Call of Duty Ghost Clips. Also es werden wahrscheinlich nur Ghost Clips sein. Und ja, also ich würde mich mal richtig interessieren, wie ihr denn Call of Duty bis jetzt findet. Also ihr habt meine Meinung gehört und ja, Case Week war hier nicht so gut drauf und er hat mich ja auch im Spiel beleidigt, habe ich ja schon mal gesagt, aber ich fand es richtig assig von ihm. Und solltest du das Video hier sehen, Case Week, dann würde ich mal nachdenken, was du so gelabert hast. Hier sei es mit, du deutscher Abfucker und ich spiele mit Todesschille, Verstärker. Ja, und ich spiele halt Todesschille und Verstärker, hast ein Problem damit. Und ja, das war's vom Commentary. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Natürlich über einen Kommentar auch. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.